Und damit öffnet sich uns eine neue Welt. Herzlich willkommen, in diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du fliegen kannst. Benutze den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert wie bei einem Flugzeug. Bewege den Analogstick nach vorne, um zu sinken, und nach hinten, um zu steigen. Okay, damit wäre dieses Rätsel auch gelöst. Was denn da eigentlich drin ist. Aber wir haben hier nämlich noch rote Münzen zu sammeln. Denn hier gibt es auch noch einen geheimen Stern. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es beim First Try schaffe. Weil ich habe da am Anfang immer Probleme gehabt, mich hier diese blöden Münzen zu holen. Aber bisher sieht es eigentlich ganz, ganz gut aus. Und wenn Mario, nein, ein bisschen schneller das macht, dann haben wir auch das Problem. Vor allem, wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Also die Zeit spielt natürlich hier auch eine große Rolle. Wenn Mario nämlich die Kappe ausgeht, dann fliegt er einfach runter. Und deswegen sage ich ja, also ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich das im First Try hinbekomme. Aber so wie es aus... Nein, es klappt nicht. Es klappt nicht, okay. Also der erste Versuch ging schon mal deutlich fehl. Dafür war ich einfach zu langsam. Wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Aber Gott sei Dank verliert man hier, wenn man das macht, keine Leben. Sehr schön. Okay, dann legen wir nochmal los. Und versuchen es einfach nochmal. So, natürlich kann man auch hier ein bisschen von der Geschwindigkeit variieren. Also wenn man ein bisschen schneller sein will, drückt man kurz nach unten, also nach vorne, dass man nach unten fliegt. Und kann sich dann auch ein bisschen aufladen. Man sollte natürlich immer, wenn möglich, in dieser Münzspur bleiben. Damit man auch ja die Münzen gut einsammeln kann, und das wäre es gewesen. So, und jetzt noch die zwei, und damit hätten wir es geschafft. Damit hätten wir es geschafft. Wir haben den schönen magischen Stern gefunden. So, und jetzt muss ich nur die Plattform finden. Wo ist denn die Plattform? Wo ist denn die Plattform? Als ob. Als ob. Ach, jetzt hier. Okay. Sprung aktivieren. Bam. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Kann ich den Stern einsammeln? Oder fliege ich dann wieder raus? Wenn ich wieder rausfliege, ist es auch nicht so schlimm. Ja, ich fliege wieder raus. Okay. Weil schlimmer wäre es gewesen, wenn ich den Schalterpalast aktivieren... Nein, ich hätte erst den Schalterpalast aktivieren sollen. Schalterpalast aktivieren müssen. Weil dann kommt nämlich nur, dass wir das jetzt aktiviert haben, und dann können wir auch dieses Level wieder verlassen. So. Aber ist kein Problem, jetzt müssen wir ja diese Münzen nicht mehr einsammeln. Wir können nämlich ganz einfach hier runtergehen und den Schalterpalast aktivieren. Und somit hätten wir es geschafft. Du hast den roten Schalter aktiviert. Aber jetzt kannst du die Federkappen einsetzen und durch die Lüfte fliegen. Jeder rote Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Natürlich möchte ich den speichern. So, und wenn wir das gemacht hätten, hätten wir auch den Stern nehmen können. Aber so fliegen wir halt einfach runter und dann verlassen wir das Level genauso gut. Sehr schön. Jetzt haben wir den roten Schalterpalast ausgelöst. Somit können wir auch jetzt hier in Bob Oms Bombenberg endlich die letzte Mission machen. Und die letzte Mission, man muss das richtige Timing haben, um auf jeden Fall alle Münzen zu bekommen. Durchfliege alle Münzringe. Und die 100 Münzen hier in dieser Welt hasse ich wie die Pest. Also das, es ist wirklich ultra, ultra knapp. Deswegen gibt es ja auch, wie soll man sagen, es gibt auf jeden Fall bestimmt ein bisschen mehr als 100 Münzen. Also gerade mit den ganzen Ringen und so. Aber es ist halt ziemlich sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig. Okay, so, dann können wir da hoch und uns erstmal da hochschießen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das gleich hinkriegen werde. Ich hoffe natürlich, weil das wäre natürlich endlich mal ein guter Abschluss für ein Level. So, wie hoch muss ich denn? Wie hoch muss ich denn so? Okay, somit hätten wir wenigstens schon mal eine Münze. Beziehungsweise zwei Münzen. Dann können wir uns hier die noch holen. Dann wäre das natürlich auch nicht so schlimm. Wenn wir schon mal ein paar Münzen extra hätten, hätten wir schon mal 7. Okay, ja gut, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wir kriegen es auf jeden Fall gebacken, die 100 Münzen einzusammeln. Weil das ist jetzt, bietet sich ja immer gerade an, immer bei den 8 roten Münzen, dass man die 100 auch noch macht. Das bietet sich in dem Fall super an. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. So, hier befindet sich ja der rote Block. Und da befindet sich nämlich diese Kappe drin. Und das ist echt geil. Es wird nur ausgelöst, wenn man einen Dreifachsprung macht. Oder sich durch eine Kanone schießt. Wenn man sich natürlich auch durch eine Kanone schießt, dann klappt es wunderbar. Nur ich darf mir jetzt nicht so viel Zeit lassen. Oder ich habe schon wieder vermasselt. Okay. Okay, dann versuchen wir mal zurückzufliegen zu der Insel. Weil man hat eben nur eigentlich einen Versuch. So, das war der dritte. Okay, man muss auf jeden Fall immer die mittlere Münze bekommen.
Wenn man die mittlere Münze bekommt, dann zählt es. Also nicht einfach nur die äußeren, sondern immer die Münze in der Mitte. Dann zählt's. So, welche habe ich denn jetzt schon? So. Und kann ich das noch so machen? Nein, 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 okay, das hat mir sehr, sehr viel Schaden abgezogen. Sehr, sehr viel. Aber gut, 24 ist doch auch gar nicht so schlecht. Oh, wieso ist meine Kamera jetzt so bescheuert? Ah, komm schon. Da hoch. Okay, ich glaube, meine Kappe wird es nicht aushalten, bis ich da wieder oben bin. Aber macht nichts, macht nichts. Dann versuchen wir es eben nochmal. Also der vierte ist, glaube ich, eigentlich der schlimmste so von allen. Denke ich jetzt. Sonst darf ich mich nur nicht drüber schießen. Weil wenn ich mich drüber schieße, dann habe ich ein Problem. Und bam. Gut gemacht. Gut gemacht, Mario. Sehr, sehr gute Arbeit. Okay. Dann holen wir uns nochmal eine Kappe. Und können das Ganze fortsetzen. So, jetzt fehlt noch der vierte Ring. Nein, der letzte. Der letzte fehlt noch. Okay. Der letzte fehlt. Okay, dann versuchen wir es mal so. Und geschafft. Wir haben es geschafft. Yes, sir. Wir haben es geschafft. Und da ist nämlich der Stern. Oh, man hat auf jeden Fall eine ultra, ultra hässliche Perspektive. Das kann man ja mal so sagen. So, jetzt können wir uns nämlich auch noch die ganzen anderen Münzen holen. Also zumindest mal noch zweimal durchfliegen oder einmal. Dass wir genug beisammen haben, um den Rest auf den Boden zu bekommen. Weil der Rest ist da natürlich auch ein bisschen verteilt. Auch die Goomba spielen da ein bisschen eine Rolle. Und der eine Koopa spielt noch eine Rolle. Okay. Ach, durch den einen habe ich gar nicht erwischt da hinten. Na, das ist natürlich lame. Das ist natürlich lame. So. Belassen wir es mal dabei. Okay. Dann können wir uns hier noch jede Menge Münzen grabben. Also die zwei roten Münzen unter anderem. Wir dürfen jetzt nur nicht den Stern einsammeln. Wenn wir den Stern einsammeln würden, dann würden wir auf dem Level fliegen und alle unsere Münzen wären umsonst gewesen. Was gibt es eigentlich hier drin? Gar nichts. Ich dachte früher immer, da aktiviert man irgendwie einen Stern. Wobei mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass da eigentlich der rote Münzstern spawnt, also in der Mitte. Und da kommt da wirklich keine Münze raus? Das ist ja asozial. Warum nicht? Nö, da gibt's keine Münze. Okay, ja komm, jetzt verschwinde endlich, Kappe. Ich will dich jetzt nicht mehr, ich brauch dich nicht mehr. Und nicht, dass ich dreimal springe und dann wieder anfange zu fliegen. So, bam. Gib mir die Münzen, gib mir die Münzen. Ich brauche sie, daran, daran. Okay, wo kriegen wir denn noch Münzen her? Ach, hier gibt's auch noch eine Kappe, okay. Hier gibt's auch noch eine Kappe, aber die brauchen wir ja nicht mehr. So. Okay, somit fehlen uns noch... Ach, hier gab's diese blöde Ding. Das blöde One-Up. Ach so, so ist es. Okay, dann können wir mal hier unten anfangen. Nämlich mit diesem Bob-Omb hier. Dass der mal explodiert, dass der uns eine Münze gibt. Wir müssen natürlich auch unbedingt aufpassen, dass wir die Münze auch erwischen. Weil das wäre nämlich ultra, ultra gammelig, wenn wir die verlieren würden. So. Komm her, Bob-Omb. Willst du auch noch kommen? Ja. Das macht ihr schön. So, explodiert bitte beide. Okay, einer mehr. Wo ist... Hä? Ach, da. Da. Komm, hol die Mütze. Jetzt. Aber wieso bin ich jetzt die ganze Zeit auf dieser Perspektive? Normalerweise wird doch da Ding angezeigt. Ach, jetzt. Ah, okay. Ach, ich hab's vorher nur ein bisschen verstellt, deswegen. Daran, dann. Daran, dann. Gib mir die Münze. Gib mir die Münze. Aber ich finde schade, dass die Bob-Oms wirklich immer nur eine einzige Münze geben. Das finde ich halt irgendwo ein bisschen schwach. Vor allem, man muss ja wirklich hier so viele Münzen extra aktivieren, weil die gibt's alle hier nicht. So, bam, da gibt's noch ein paar. So, bitte nicht da hoch. Weil wenn die nämlich da hochgehen, habe ich vielleicht keine Chance mehr, die zu bekommen. Aber wir fehlen noch 34. 34, okay, das schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall in der Zeit. Und so einen kleinen Block eigentlich immer gegen die Wand werfen, weil man weiß nie, wo diese Dinger hingehen überall. Die könnten sich auch wirklich so krass verteilen. So, die hätten wir. Dann hätten wir die auch. Okay, dann fehlen uns noch 26. Ich glaube, wenn man Gegner erwischt, die man schon gehabt hat, dann kommt gar nichts raus. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Den beobachten wir jetzt mal, ob da vielleicht doch noch eine Mütze rauskommen würde aus dem hier. Und ich glaube, yeah. Genau. Okay. Die rote Münze da oben hätten wir. Dann gibt es hier noch einige Münzen zu holen, vor allem von dem Koopa. Denn der gibt uns 5.
Münzen. Also eine blaue Münze. So, und den Koopa-Panzer, den lasse ich jetzt mal. Weil ich nicht weiß, ob ich dann die Münzen erwische, die ich eigentlich bekommen sollte. Ich lasse die jetzt einfach mal. So, da oben gab es nichts mehr, außer die Münzringe. Den Bob-Omb können wir noch erledigen, damit wir eine Münze bekommen. Und das war verdammt nochmal knapp. Das war knapp. Dieser verfluchte Dreckskerl da oben, das ist doch furchtbar. Mit seinen blöden Geschieße hier. So, du noch? Nochmal eine Münze. Alter, alter, alter. Ja, ich sage ja, die 100 gelben Münzen fressen auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und wer dafür gar keine Zeit hat, der kann einfach natürlich vorne vorskippen, bis ich das endlich mal geschafft habe. Ich denke aber, ich habe es jetzt dann bald. Also uns fehlen noch 10 Stück. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Moment, da gab es noch eine rote Münze. Stimmt, 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 stimmt. So, perfekt. Oh, Mann. Wieso erwischt mich immer dieser Kettenhund? Das ist unglaublich. Wenn er mich mal nicht erwischen würde, wäre das wirklich toll. Aber er erwischt mich trotzdem jedes Mal. So, wo gab es denn noch Münzen? Ich glaube, da oben gab es noch welche. Ja, und einer hat natürlich eine Münze abgegeben und das habe ich jetzt vergessen. Aber ich glaube, da oben gibt es noch genug. Oder hier? Da gab es auf jeden Fall noch einen Kasten, genau. Und irgendwo müssten sich dann nochmal welche verbergen. So, perfekt. Perfekt. So, dann wären es jetzt noch 7. Schaffe ich die 7 noch? Da gibt es natürlich keine drin. Als ob. Okay, da unten gibt es noch die rote Münze, die 2. Oh, das wird noch eine knappe Geschichte, Leute. Das wird noch eine knappe Geschichte. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass wir, ja, dass wir die restlichen kriegen, wenn wir da oben sind. Wenn wir in die Luft fliegen, weil das wäre nämlich ultra, ultra lame. Weil da kriegen wir nämlich auf jeden Fall nicht den Stern so gut. Da müssten wir den Stern schon anfliegen, dass wir ihn bekommen. Aber ich bin noch positiver Hoffnung. Also zumindest noch. Könnte sich natürlich gleich ändern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird wirklich eine sehr, sehr knappe Geschichte. Das wird riesig. Das wird ultra, ultra knapp. So. Dann schauen wir mal, ob wir die Münze gleich kriegen werden, die hier. Und perfekt. Okay, die 8 roten Münzen hätten wir ja schon. Das passt schon. Es fehlen uns noch 4 Münzen. 4 Münzen fehlen uns noch. So, jetzt schauen wir mal, ob einer von denen hier noch sowas hat. Das wäre natürlich geil. Ja, da, 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 da. Als ob. Wo war noch eine? Hier. So, und jetzt fehlen noch 2. Ja, klar, 2 Stück. Klar. Wegen 2 Münzen soll es jetzt scheitern, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Okay, der hat keine mehr. Okay, ich glaube, dann bleibt uns tatsächlich nur noch da oben das, dieses Flugding. Ach, nö. Gab es da nicht noch ein paar Goombas zu erledigen? Okay, vielleicht gibt es ja hier noch 2 Münzen. Oder vielleicht irgendwas. Nee, sieht auch nach nichts aus. Alter, klar, ey. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Soll ich jetzt wirklich wegen den 2 Münzen nach oben? Okay, die rote Münze da oben haben wir auch schon. Die haben wir auch schon. Da unten haben wir, glaub ich, alle erledigt. Wobei, wir könnten es ja nochmal versuchen, ob es hier vielleicht doch noch irgendwo was gibt, was wir denn aktivieren könnten für 2 Münzen. Oh mein Gott, 2 Münzen. Das ist sowas von... Ah! So, was gibt's denn noch? So, da hinten gibt's noch den Koopa-Panzer. Aber ich glaube, der gibt nichts. Ich glaube, der gibt nichts, wenn man den benutzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also vorher gab es zumindest auch nichts. Deswegen denke ich, dass es jetzt auch nichts geben wird. Also man kommt sogar mit dem Koopa-Panzer hier drauf. Geil. Ist es nicht cool? Nee, ich glaube, Leute, uns wird wirklich nichts anderes übrig bleiben, als da nochmal raufzugehen. Und uns oben die restlichen 2 Münzen zu holen. Weil ich wüsste sonst nicht, wo noch Münzen sind. Ich wüsste es nicht. Weil die Gegner geben außerdem immer nur einmal eine Münze ab. Und das ist das Problem. Außer natürlich gleich am Anfang von den Ringen sind noch 2 Münzen. Okay, da gibt auch nichts mehr. Ja, die ganzen Goombas sollten eigentlich auch nichts mehr geben. Beziehungsweise die Goombas kommen, glaube ich, gar nicht mehr zurück, oder? Ist es nicht so? Ach komm, wegen 2 Münzen. Deswegen habe ich ja gesagt, also es geht wirklich gerade knapp auf mit den 100 Münzen. Es sei denn, man holt sich von oben halt noch ein bisschen mehr. Wenn man sich oben noch ein bisschen mehr Münzen grabt, hat man natürlich das Problem nicht. Aber so, nein, 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 nicht da rein, nicht da rein.
Aber da könnten wir die zwei Münzen bekommen. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich so hinkriege. Wenn ich es natürlich so schaffe, wäre es natürlich optimal. Aber dazu sollte ich halt dreimal springen. Spring, Mario. Nicht so, nicht zur Seite. So, bam, bam, bam. Und da ist er. Da ist er. Wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben den 100 Stern. Okay, ja gut. Ich wollte jetzt eigentlich nicht da wegfliegen. Sondern eigentlich wieder auf die Insel. So, und ich glaube, ich schieße mich da jetzt einfach rein, oder? Ich schieße mich jetzt einfach in den Stern, dann hätten wir den schon mal. Und dann können wir uns den anderen holen und dann hätten wir auch endlich 100% von Bob Ops Bombenberg. So, und da ist der Stern. Da ist der Stern, so. Dankeschön. Yes, Sir, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Die 100 Münzen sind fertig. Und Gott sei Dank habe ich am Anfang nicht alle Münzen geholt. Weil ansonsten wäre das jetzt nämlich ultra lame gewesen. Sonst hätten wir zum Beispiel jetzt hier zwei Stück holen müssen oder da. Aber man muss tatsächlich nicht die mittlere kriegen. Ist ja voll krass, dass das dann gezählt hat. Und damit hätten wir es geschafft. Bob Ohms Bombenberg wäre fertig. Mit sämtlichen Missionen und sämtlichen Sternen. Haha, ist es nicht toll. Ist es nicht toll. Waren es jetzt wirklich alle Sterne? Weil ich bin gerade kurz am Nachrechnen. Ja genau, 12, 14 und 3 Geheime sind 17. Okay, dann passt es. Dann passt es. Okay, meine Freunde, würde ich sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Und dann sehen wir uns bald wieder bei Super Mario 64. Bis dahin, alles Gute natürlich und ciao.